Oh, ich habe gerade gesehen, ich sende ja schon wieder. Ich wollte eigentlich mal gucken, hier bei OBS, woran es liegt mit diesen. Diesen komischen Filtern, wenn ich krank bin oder wenn es kalt ist.
So, kann er mich jetzt hören? Ich denke ja, ne? Pale hat es mir gerade gezeigt, gesagt nochmal, ganz klar, ihr hört überhaupt nichts. So, wie kriege ich denn, im OBS war überhaupt kein Mixer eingestellt. Weil wegen diesem komischen Filter habe ich gedacht, ich schmeiß mal all diese anderen Quellen raus, die ich hier in dem in der Sammlung habe und tu nur das Spiel rein. Weil es scheint ja an OBS zu liegen. Und der hat mir hier irgendwie ein völlig leeres Profil gebaut. Ja, entschuldige, jetzt weiß ich, was du meinst, Gart. Ich dachte, es ging um die Musik und dass ihr keine Musik hören wollt. Und wollt ihr sogar noch verteidigen. Gut Nebengeräusche? Was für Nebengeräusche? Also ich höre, ja, jetzt Sound, aber gut Nebengeräusche. Wovon denn? Ich höre hier gar nichts. Mausklicken. Ich versuche gerade die zweite Desktop-Audio-Gerät. Standard, denke ich mal, oder? Hört ihr jetzt noch mehr? Gerade nicht ganz sagen, weil sich natürlich auch immer wieder Anruf überlagert mit dem Sound von dem Stream. Ich würde aber auch mal sagen, ich bin jetzt wieder raus hier, weil ich mir eigentlich gerade nicht frühstücken. Ja, Frühstück mal. Guten Appetit. Danke, danke. Ich melde mich dann nachher, ne? Alles klar, später. Ciao, du. Ciao, ciao. Hello, good evening and welcome to the middle of the film. Wow. Und ich bin gerade aus dem PvP-Stream raus. Moin zusammen und hallo Balgrosch und danke. Ich war die letzten 2-3 Stunden auf dem PvP-Server. Nicht, dass ihr was verpasst hättet, großartig. Gerade wieder zurück um PvE-Server. Ich glaube, ich bin schon ein Rollenspieler, oder? Wenn man das so sieht hier. Bootsanleger. Wenn du zuschaust, ist es meist wieder PvE. Ja, sorry. Wobei du ja meintest, du magst es eigentlich auch, oder? So, jemand hatte diese Basis gestern übernommen. Jetzt können wir das Licht wieder ausmachen. Jemand hat die Basis gestern übernommen und weiter ausgebaut. Das Holz abgegradet. Abgegradet. Und dann habe ich alles abreißen und wieder neu bauen müssen in Twig. Wobei es mir in der Hauptsache um den Abklick ging.
Brauchst du nicht auch noch eins? Ach, scheiß drauf, lass mal einfach an. So, einfach nur ein Holzdach reicht im PvE, weil das Dach reicht, damit ich die Boote, die Schiffe, die Boote nicht kaputt gehen. Und im PvE brauchst du halt keine Türen. Im Grunde ist das hier so Boat-Sharing. Da kann dann auch jeder ran. Minecraft mit Modpack, was bedeutet das? Dass du dann statt diesen Vierecken Lego-Steine hast, zum Beispiel? Gibt sowas? So, da links oben ist mein Hotel. Oben drauf das Hotel, der Steinteil ist die Werkstatt und die Küche oben drüber, da. Und auf der Seite oben ist das Restaurant, unten ist Rezeption. Da hinten das Research Lab. Vielleicht kommt der Teil aber nochmal weg oder wird verkleinert, weil der Upkeep ist immens schon. Hier entsteht der Beach Club mit einem ziemlich langen Ausleger. Dahinter Bootshaus. Also hier ist der Anleger, geht dann noch ein bisschen weiter da unten. Oder der Steg vom Beach Club. Und hier der Anleger. Für Reserve, Reparatur. Kein Schloss auf der Tür, weil Boatsharing. Upsa, 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 upsa. Ja, ich bin eh voll. Hier sieht man das auch nochmal, wie weit der geht und im Grunde genau in die Richtung, also man schaut hier genau auf den Sonnenaufgang und dort auf den Sonnenuntergang über dem Meer. Irgendwann hast du keinen Bock mehr auf das Essen, meinst du? Also ich bin ein absoluter Nudelfreund. Zum Beispiel. Hoteleingang, Garage. Und da drüben eines meiner Depots. Unten kommen Verkaufsautomaten rein. Die Türen dienen als Platzhalter. Und das ganze Ding da wird verschalt mit diesen huge signs
huge wooden signs und blau angemalt. Dann sieht man schon von weitem, ah, da ist ein Shop, selbst wenn du den auf der Karte siehst oder so, egal. Ach was. Jetzt bin ich bei dir. Im Spiel, meinst du? Rezeption, Kofferannahme, Regal für Koffer, Automaten für Stuff, den man so gebrauchen könnte. Die Lounge, noch nicht fertig. Die wird Stein. Also die Wand auf jeden Fall, damit das zu dem Kamin passt. Wirtschaftsräume. TC. Reserve. Research Lab. Bootsanleger und Beach House von oben. Uiuiuiui. Hier ist wieder offener Gastraum. Überdachtes Restaurant. Blick in die Lounge. Küche. Wegen dem Kühlschrank musste ich hier Fenster zumachen. Hier drin ist die Werkstatt. T3, T2, T1. Da geht's hoch in die Küche. Na, also der Koch, der kommt da hinter der Wand rein. Steht noch ein Barbecue. Und hier rauf geht's auf die Dachveranda. Mit Blick auf Sonnenauf- und Untergang über dem Meer. Das wird dann so eine Chill-Zone. Ja. Bisschen viel Steine da am Strand, finde ich. Auch hier, die hatte ich halt schon überdeckt bzw. überbaut. Vielleicht mache ich hier auch noch was, dass man quasi nur Sandstrand sieht. Muss man halt tricksen, weil man kann die Steine ja nicht wegnehmen, leider. Das wäre eigentlich ganz cool. Hier dann ein bisschen spezifischer das Angebot, Tools, Waffen. Rezeption von hinten. Den Raum muss ich auch zumachen, weil natürlich sonst jeder an die Automaten könnte. Ja. Und es geht weiter.
Das ist zum Beispiel auch schade. Ich habe Skins für Jackets und ich kann nicht zwei Jackets anbieten, so, weil der Kunde bekommt vorne dann nur eine Jacke gezeigt. Da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich muss man dann das in zwei getrennte Automaten stecken. Dieser PvE-Server hier ist größtenteils Vanilla. Gibt ein, zwei Sachen. Kannst halt keinen killen. Du kannst das Eigentum von jemand anders nicht beschädigen. Und es gibt Autos. Das war's. Und PvP halt nicht erlaubt, ne? Kein Raiden, kein Killen. Aber sowieso auch gar nicht möglich. Stehlen, belügen, betrügen. Alles nicht erlaubt. Für mich halt ganz schön. Ich habe mit wenig FPS angefangen, mit einer kackalten Grafikkarte. Naja. Ich konnte streamen und spielen, aber mit 8 FPS, 24 dann. Neue Grafikkarte und auf jeden Fall PvE jetzt viel schicker und ihr seht ja die FPS-Zahlen. Obwohl ich das hier gerade alles, nee, oder gerade weil ich das alles schon ein bisschen runtergedrückt habe hier, sonst spiele ich das volle Kanne. Im PvE, aber wie gesagt, vorhin auf PvP-Server gewesen. Wegen dieser Steam-Errungenschaften. So, und was ich hier halt meist mache, ist, dass ich quasi meine Range erweitere. Hier oben sind wir, mein erstes Depot, zweite Depot, dritte Depot, vierte Depot und das nächste geht dann hier weiter runter Richtung Launch Site. Hier wahrscheinlich genau hier in die Mitte. Von hier komme ich hin zu der Power Plant, dann kommt hier irgendwo noch was hin. Gestartet sind wir hier in dieser Bucht vorhin. Da ist kein Shop, darum sieht man, oder kein Automat, darum sieht man es nicht. Aber eine Idee wäre quasi immer mal so 10 Felder, 10 Grids weiter zu fahren, da einen kleinen Anleger zu bauen und dann weiter. Und so kann man dann irgendwann die ganze Insel erkunden. Und hat eine Lagerstätte. Daraus sind eigentlich diese Depots dann auch entstanden. Ja. Alles so ein Prozess, der da gerade so läuft. Nur bin ich doch mehr in Wald und Minen unterwegs.
als auf den Sites, so, weil die Idee ist halt auch, die Sites kennenzulernen, um im PvP dann direkt zu wissen, wo ist der Recycler, wo muss ich hin, wo sind die Crates, wo komme ich hoch, wo muss ich runter, welche Tür muss ich einschlagen, so ein Gedöns. Weil das hier genauso ist wie auf dem PvP-Server. Noch ein bisschen Ammo. Versuch mal diese Explosive. 8 Schuss oder was? 3. Moment, was baut er denn noch? Warum? Das ist wieder so ein Ding, das nicht weggeht. Das hatte ich schon mal. Hm. 52, nur das reicht doch. Was war das? Hallo. Macht er da? Das sind meine witzigen Nachbarn. I don't know. Wahrscheinlich springt er mir gleich ins Auto, wenn ich losfahre. Da komme ich nicht rein. Ja, das ist zwar unverwüstlich, aber auch das Fahrverhalten ist halt auch sehr strange teils.
Mich erinnert es immer an Sea of Thieves, hier unterwegs zu sein im Gelände. Im Sturm natürlich. Die Workbench soll in ein anderes Depot. Und es laggt übelst. Übelst. 4 FPS. Ich schätze, ich muss das alles erstmal laden hier. Von der Seite hier sieht man die Automaten. Und irgendwann sind die halt ringsum. Bis auf eine Tür, die bleibt natürlich frei. Nein, ich habe keine SSD. Noch nicht. Hab halt auch erst vor ein paar Wochen mit dem Stream angefangen. Und dem Spiel. Baldur's half mir dann vorgestern den Streamlabs einzuschalten. Ja, das sind die Taucher. Da bin ich gegen irgendwas Unsichtbares gefahren. Hier ist das nächste Depot. Ich habe Garagentore eingesetzt. Aber das Auto war eine Zeit lang kaputt. Wenn man sich reinsetzte, starb man. Nee, umgekehrt. Wenn man ausstieg, starb man. Und dann habe ich das Auto nicht mehr benutzt, erstmal 2-3 Tage lang. Und mir den Abgib gespart. Dann zeige ich mal, wie das aussieht mit den Schildern. Man sieht man so, dass es zur Straße raus zu sehen ist. Stehen die Automaten. Und die Schilder genauso, natürlich.
Die Dinger haften irgendwie nicht da unbedingt, wo man will. Nicht überall. Es war schon ganz gut, dachte dir, aber so. Ja, und jetzt kann man die halt anmalen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr Rust kennt oder weil Balgos ja auch Minecraft spielt. So, ich mal die einfach nur blau an. Früher habe ich da irgendwie so voll die, keine Ahnung, Bilder drauf gemalt. Und dann war es aber so, nach dem Server-Update, nach dem Server-Restart, einmal täglich war das Ding weg. Die Bemalung war weg. Und dann haben wir aufgehört, da irgendwas Kompliziertes drauf zu malen. Oder Großartiges. Einfach nur noch blau gemalt. Der Effekt ist dann nachher der, dass halt so ein himmelblauer Würfel in der Gegend steht. Save, Update, Lock. So kann ich verhindern, dass jemand anders das auch wieder übermalt. Das geht auch. Excellent. Bisschen höher. So. Und gerade. Um die Schilder anzubringen, muss ich erstmal ein Baugerüst bauen, das rundum führt und über alle Etagen. Und dann fange ich halt unten an, diese Schilder aufzustellen. Das hier ist Römisch 2, das heißt, ich muss leider wieder gehen und weiterarbeiten, Baugerüst. Ach ja, wir haben erst Freitag und ihr habt ja keinen Feiertag. Ja, dann noch viel Spaß. Danke für den Host und den Besuch. Und ja, viel Spaß. Vielleicht auf später. Mal gucken, wie lange ich mache. Aktiv. Großer Deal ist halt einfach Ressourcen sammeln. Für den Upkeep, für den Ausbau. Ein so ein Schild, wie ich das gerade hatte, kostet 1000 Holz. Und es ist nicht mal 6x3 Meter groß. Sondern nur 6x2,25 Meter. Und drei Viertel der Wand hoch. Das ist Betrug. Eigentlich, aber willst du machen? Kriegst keine anderen. Bei den Bäumen achte ich drauf, wie der hier, der hat keine Blätter mehr, der ist kaputt, der kommt weg.
ich eigentlich auch nicht. Die versperren die Sicht oder nehmen sie. Im PvP würde ich genau die stehen lassen, damit ich eine Deckung habe. Aber hier machst du immer weg. Sicht auf Steine und Zeug. Nadeln, Nadeläste, die verbergen hier solches, wie nennt man das? Unterholz. Kann man, wenn man rückwärts geht, schnell mal nicht stolpern, sondern man wird halt am Weitergehen gehindert. Und indem ich mir bestimmte Bäume weghaue, bleibt so ein bisschen so der Gesamtcharakter vom Wald erhalten, finde ich. Gerade durch die Laubbäume. Lecker. Und das hier sind... Ne, der hat Blätter. Manchmal kann man das natürlich auch nicht so gut sehen, aber der hat... So kommt auch eine Menge Holz zusammen. Zwei Hühner. Vier Hühner. Das ist ja krass, ey. Noch ein fünftes. Krass. Das ist ja heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Leider haben die kein Fett. Animal Fett.
dem PvP-Server, die Wälder, die sahen noch viel cooler aus. Also so Mischwald, Nadel und Laub. Und ganz verschiedene Farben. Tannen. Und ich glaube, da waren halt Tannen und Fichten auch. Oh, so ist auch schön. Ein Stein wäre noch gut. Ich bin die ganze Zeit hier am Erklären gewesen, also nicht, dass ich euch nur Zeug erzähle, dass ihr schon wisst. Das wäre ja Quatsch. Aber ich weiß ja nicht, was ihr wisst. Ein Stein. Wie fein. Stein. Oder da hinten? Nee. Da. Noch ein Schwein. Geht, ne? Ein Popo. Sorry. Alles voll. Steine, alles voll. Super. Und der Wald steht noch. Pilze hatte ich irgendwo Pilze. Eine ganze Familie. Und noch eine.
Mal gucken, ob mein Wagen noch da ist. Bin ich jetzt mal gespannt. Essen. Das Ding läuft immer durch und tatsächlich, ja, ich habe nur einen. Sind immer gleich aufgebaut. Das hier ist noch nicht fertig bis zur Decke. Hier kommen weitere Etagen drauf und zwar nur hier auf der Hälfte, damit der Kamin richtig schön viel Platz hat. So, da kann ich eigentlich die Garagentore auch wieder reinmachen. 2 Tage, 7 Stunden. 4 Tage, 2 Stunden, das reicht völlig aus. So. Depots sind immer gleich aufgebaut. Lager, Furnace, Workbench 1, Repairbank, Research Lab, Kamin, Essen. Zweiter Stock. Also so, dann das Dach drauf. Na, wie gesagt,
den Kamin da unten. Damit der richtig zur Geltung kommt. Und fertig. Dann ist das für den Hubschrauber nämlich auch ein geschlossenes Gebäude. Man kann hier raufkommen, schon mal gegenzichten. Und auf diesem Felsen ist mein nächstes Depot. Man kann es von hier noch nicht sehen. Vielleicht von hier? Und man sieht ein Brett in der Luft schweben. Ja, das ist Außengelände. Ich denn jetzt immer noch nicht näher. Nee. Ich komme nicht dran. Witzig. Tore wieder dran. Schlösser auf. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Okay.
lasse ich mal kurz etwas Musik laufen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da schnell? Hier was Ruhigeres. Was Ruhigeres. Und ich bin mal 4 Minuten AFK. Und Caps.
Und ich wollte zum nächsten Depot. Während Pell noch frühstückt. Schade, dass man keine Konfigurationen speichern kann. Von wegen jetzt mache ich PvP, jetzt mache ich PvE. Jetzt gucke ich Sonnenuntergang. Okay. Das leckt ganz schön. Hier ist keine Lootstelle, darum sind da auch keine blauen Männer. Aber da drüben dann halt wieder. Ja. Aber der Jump war cool. What the fuck? Was für ein Spacken, echt.
don't have any rights to remove them. Das ist das Fernglas. Sehr witzig, echt sehr witzig. Na, ich denke mal, der Admin steht auch bald auf. Beziehungsweise kommt von der Arbeit zurück. Oder whatever. So, was haben wir denn hier weg? Jetzt müssen wir eine Umgehungsstraße bauen. Es kommt immer anders, als man denkt. Immer irgendwas dazwischen. Birken sind neu im Spiel.
man es erkennen? Keine Ahnung. Irgendwie ist das auch so, manchmal habe ich den Eindruck, ich bin halt in einem Film von jemand anders. Hier sind die Dinger. Darauf achten. Wieke. Oh, wie süß. Sehr witzig. Should we click on this dig button? Absolutely. Let's keep digging till this thing is buried. Oh. Im Moment ist er 4. Ne, das ist 3. Thank you.
Pickaxe. Stones. 500. Was ich ehrlich gesagt auch noch nicht weiß, ist, vielleicht, ja, so wie vorhin auf dem Harpest-Server, übernimmt man so eine Base, die geredet wurde, oder baut man sich eine neue, oder eine, die verfallen ist, um Zeit zu sparen, oder Ressourcen, ich habe keine Ahnung. Nicht vergessen, der macht gerade Mini-Mimimi, so wie du. Mensch, das ist ein Spiel, gleich zum Admin laufen, weil jemand Straßensperren baut. Ist schließlich ein Survival-Spiel, in Days und Co. hast du alle 2 Meter Barrikaden. Und vielleicht solltest du andere Spieler nicht als Spacken bezeichnen. Reden gleich ausrauben und zerstören. Achso, ne, da stand ein Wachs rum. Spacken ist doch süß. Ist ja jetzt nichts irgendwie. Kein schlimmes Wort oder so. Eine Bezeichnung halt. Für Leute, die auf dem PvE-Spieler, auf dem PvE-Server so eine Art PvP spielen. Trollen halt. Und das ist nicht nur meine Meinung. Gibt Leute, die waren einen Tag hier drauf und haben dann schon bei den Tauchern oder so gesagt, ey, habe ich gar keinen Bock drauf, das gab's bei mir am Server aber nicht. Ich bin wieder weg, tschüss. Und das waren NPCs. Die da nicht gefielen.
von User-Aktionen, die es hier bisher schon gab, will ich gar nicht mal reden. Wie die Übernahme meines Bootsanlegers heute Nacht, die mich 2 Stunden gekostet hat, um das abzubauen und wieder aufzubauen. PvP bedeutet Player versus Player. Straßenbarrikaden sind nicht dazu da, um Bären aufzuhalten. Wir fahren ja alle mit dem Auto rum. Und die werden aufgehalten. Taucher fahren auch kein Auto. In EVE haben wir, EVE Online ist auch zu großen Teilen Wirtschaftsspiel. Und da gibt es zum Beispiel dann eben auch Markt-PvP. Es gibt PvP im Bergbau, wenn du nämlich anderen Leuten die Ressourcen wegnimmst. Und das kann bis zu galaxisweiten Kriegen, nicht, aber Aktionen führen, wo Miner angegriffen werden, indem ihnen die Ressourcen geklaut werden. Und das ist PvP, das ist Spieler gegen Spieler. Das ist die deutsche Übersetzung von PvP. SVS. wo ist das denn bitte PvE? Ich meine PvP, ja, wenn du aber nur bauen willst, dann spiel Minecraft oder mach dir einen eigenen dedicated Server. Wenn du das so siehst, naja, dann hast du die Bedeutung von PvE immer noch nicht verstanden. Okay. Dann sag mir doch mal die Bedeutung von PvE. Hier PvE? Ein Teppich. Ist das PvE, wenn du jemand die Base wegnimmst und umbaust? Mhm. Genau, das ist eigentlich das, was ich hier machen möchte. Player versus Environment. Dazu gehört für mich Holzhacken und Steine klopfen, die ich erstmal nämlich finden muss. Der Kampf gegen Tiere, der Kampf gegen das Verhungern, das Erfrieren. Die Urbarmachung der Umgebung. Für mich anpassen. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass der Hubschrauber mich nicht abschießt. Mein Stuff unterbringen kann. Gibt's so eine schöne Litanei von George Carlin. Leider auf Englisch. Sonst würde ich die einfach mal abspielen. Löse die Aufgabe und fahr um die scheiß Barrikade. Ja, wie ich schon sagte, ich komme mir schon manchmal vor wie in dem Film von jemand anders. Und ich habe sogar ein Straßenschild gebaut für andere Leute, damit die da nicht reinrasen. Was ich nicht weiß, ist, ob das Schild verständlich genug ist. Das sehen wir ja dann.
Und wie gesagt, also ich glaube, ich stehe mit der Meinung nicht alleine. Dass gegen spielergerichtete Aktionen im PvE nichts zu suchen haben. Weil es dann kein PvE mehr ist. Mit über 50 sollte ich mich vielleicht den jüngeren Spielern anpassen und aufhören rumzuheulen. Mimimimimi. Nicht nach meiner Nase, ich habe hier neuen Content. Ständig. Spieler entfernen ihre Häuser, reißen ihre Holzwälle ab, nur weil du rumheulst. Ja, das liegt doch aber nicht an mir, das liegt dann an denen. Ich halt ihnen ja keine Knarre an den Kopf, oder? Und ja, wieso verstellt man jemand die Sicht? Frage ich mich ja auch, wenn ich das mache. Karte ist auch so klein. Am besten baut man so ein kleines Dorf, wo alle wohnen. Dann kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Dann ist jedermanns Sicht versperrt. Das Witzige an dem Ab- und Wiederaufbau war halt einfach mal gucken, wie lange es dauert. Schön, dass die Schilder oben blieben. Das Dach hat man dann nicht ausgebaut. Was tun wir denn weg? Was mag ich denn nicht? Hosen mag ich nicht. Im Ernst, Tim. Okay, ab jetzt nehme ich keine Rücksicht mehr und baue dort, wo ich will. Freue dich immer auf den Sichtschutz, den ich aufziehen werde. Siehst du? Was soll das? Kinderkram. Das ist Spieler gegen Spieler. Das ist gegen mich persönlich. Oder verstehe ich das falsch? Und dann darf ich das nicht zu meinem Ding machen? Also ich meine, jemand anders macht es zu meinem Ding. Da brauche ich da selber gar nichts mehr zu tun. Wie gesagt, also wegen mir ist die Map groß genug. Wenn die für andere zu klein ist, dann liegt das auch nicht an mir. Kinderkram ist es, Leute als Spacken zu bezeichnen. Ist das, da bin ich vielleicht in der Jugendsprache nicht so ganz firm. Ist das mittlerweile ein böses Wort?
Muss ich irgendwie mir ein Ironie-Emoticon holen, damit man versteht, wie ernst oder so das gemeint ist? Irgendwie noch einen Soundfile dazu spielen? Echt, hast du die ganze Nacht dran gearbeitet, die Sperren aufzustellen? Das ist ja süß. Das ist Effort. Effort. Das muss man dann natürlich auch respektieren. So. Ganz schön wenig Kreuz. Sechsunddreißig Tage.
das geht nicht. Runter. Oder nicht. Kaputt. Das geht nicht. Irgendwie, nee. Na gut. Tage, 16 Tage, 12 Tage.
stimmt, von der anderen Seite muss auch noch ein Verkehrsschild hin, da habe ich gar nicht dran gedacht. Fahrer sieht cool aus, ja. Hinten ist es okay. So. Anzug an. Barbecue. Auch witzig. Ja, baller schon. Mir fehlen noch Barrikaden. Echt wie auf hoher See. Wie auf hoher See. Das ist schon wieder ein Baum. Wow. Der von Pell war auch ratzfatz sofort abrasiert. Schauen, ob ich da raufkomme. Ja.
Was? Ja. Schade, jetzt wird's dunkel. Es wird dunkel. Ne? Ach, das ist ja schon eins drauf. Da ist der Sonnenuntergang. Zu hoch oder was? Na, teilt schon. Sehr schön.
Sehr geil, genau. In Stufen, weil das ist das Einzige, das ich hintereinander bauen muss. Gucken die Leute quasi immer über den anderen drüber. Sehr cool. So. Außen geht ein Gang lang, inwärts. Mal, wenn es hell wird, gucken. Aber das ist so, das wird dann halt so terrassenförmig.
Scheiße. Lol. Muss das mal leer laufen. Thank you.
jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, weil ich es nicht schaffe, darüber zu springen. Keins. Gesunde Bäume. Sind schlecht. Thank you.
bisschen Platz haben wir noch. Der lebt noch. Stein. Wieder so eine ganze Herde Hühner. Steine. Bestimmt Darius Revier hier. Ganz neues Boot. Die Lampe brennt immer noch. Schon wieder. Scheiße.
könnten jetzt ein Weilchen dauern. Andere Seite, genau.
würde sagen, nicht genug Platz. Okay. Und dann? Gex und Hatchet. Stones. 500. Wood.
mal sehen. Benzin. Achso, ja, 3 Stunden, genau 3 Stunden gerade. Kleine Streampause und gleich geht's weiter. Danke fürs Zuschauen und Pelen, mach mal inne.